In diesem Video werde ich versuchen, das beste Fooddraft aller Zeiten zu bauen, aber mit einer Regel. Ich sehe nur das Herkunftsland der Spieler. Kein Verein, kein Rating, nix. Let's go, amigos. Wir gehen rein. Die erste Auswahl. Polen, Jamaika, Peru, Frankreich. Das wird Lewandowski sein, aber das andere sind Special Cards. Wir nehmen Jamaika. Und das ist ein 89... Wer ist das? 89er Clark Harris. Ja, stabil. Und ganz ehrlich, die Karte sieht gut aus. Und mit einem 89er Rating hilft sie mir auch weiter. Denn mein Ziel in diesem Video ist es, ein Team mit einer 90er Bewertung und voller Chemie zu bauen. Und dafür habe ich 3 Versuche Zeit. Sollte ich das aber nicht schaffen, muss ich am Ende des Videos als Bestrafung ultrasaure Center Shocks essen. Oh mein Gott, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber gut, wir gehen direkt rein in die nächste Auswahl und wir sehen Italien, Argentinien. Das dürften 2 Legenden sein. Der Mittelstürmer, das könnte Ruth Gullit sein. Wisst ihr was, wir nehmen das einfach. Und es ist Ruth Gullit, 94er Rating. Sü. 89er Team of the Season, 94er Icon. Ganz ehrlich, besser hätte der Start eigentlich gar nicht laufen können. Denn ich habe mir, um das Ganze noch spannender zu machen, außerdem noch eine Bingo-Liste mit 9 kniffligen Nebenmissionen aufgeschrieben. Und 2 von denen haben wir jetzt schon erledigt, nämlich einmal die Team of the Season-Karte und einmal die Icon-Karte. Und wie wär's, wenn wir bei der nächsten Auswahl einfach Messi ziehen oder so? Wen haben wir da? Niederlande, Belgien, Frankreich, das könnte hier Benzema sein. Und wisst ihr, oder wir nehmen die Icon. Ich weiß nicht. Die hier oder die Icon? Ich weiß nicht. Wir nehmen hier einfach die Karte und es ist tatsächlich Benzema. Junge, aber wie verlinke ich den hier? Das war ein Fehler. Wobei, Sekunde, ich habe ja einen 96-Plus-Spieler auf der Liste und auch mit dem dritten Spieler ist die dritte Nebenmission abgehakt. Ay, caramba, es läuft im Mittelfeld hoffentlich genauso. Das lila eine Karte, Future Star, hier eine Team of the Season-Karte und wisst ihr was? Die nehmen wir auch einfach. Und es ist ein Spanier, Mikel Merino, 93er Rating. Sieht sick aus, die Karte. Also so kann es weitergehen. Bisher nur gute Karten und jetzt... Das ist so eine pinke Karte. Was ist... ich habe keine Ahnung. Aber ich hätte gesagt, wir nehmen hier einen Franzosen einfach für die Chemie. Rabiot. Naja. Letzter zentraler Mittelfeldspieler. Und da haben wir... da ist wieder viel Blau. Und auch hier eine Icon, die hier ein bisschen durchschimmert. Ich glaube, ich muss hier jetzt einfach auch die Icon nehmen. Und es ist Xavi, Junge. Barca-Legende. Let's go. Eine Sekunde. Xavi ist doch relativ klein. Vielleicht... 1,70 Meter. Unter 1,67 Meter bräuchte ich, um die Zwergen-Challenge zu absolvieren. Aber dann vielleicht beim Linksverteidiger. Linksverteidiger sind doch nicht so groß. Portugal... Ja, wir nehmen hier natürlich wieder Spanien, denn sind wir in der richtigen Liga und es ist... Wer ist das? Ist das Moreno? Ja, Moreno. Und auch noch zum Rechtsverteidiger mit der Chemie. Sieht es hier dann gut aus. Schon wieder die nächste Icon. Wir haben die nächste Icon und da brauche ich eigentlich gar nicht überlegen für die Chemie. Und das kann nur Philipp Lahm sein. Jawohl, 93er Rating. Und Philipp Lahm ist doch auch klein. Der ist auch 1,70 Meter. Junge, werd mal ein bisschen kleiner, Philipp. So, auf geht's. Innenverteidigung. Da wäre mal klein, kein kleines Spiel. Oh, wen nehmen wir jetzt? Frankreich oder Deutschland? Frankreich oder Deutschland? Come on, ich nehme Deutschland. Es ist Hübers von FC Göln. Dann noch den zweiten Innenverteidiger. Deutschland. Oh, Junge, 3 Legenden. 3. Okay, Serbien, das ist Vidic. Und der hat eine richtig gute Karte, aber... come on, wir nehmen einfach Vidic. Und es ist 91er Rating Vidic. Dann knallen wir noch einen guten Keeper rein. Das sind alles, glaube ich, normale Karten. Dann nehmen wir einfach den Deutschen hier. Und das ist Timo Horn. Ja, FC Köln. Perfekt. Link zu Hübners. Und nach den ersten 11 Spielern haben wir ein 90er Rating und auch 23 Chemie. Also, wir sind auf dem richtigen Weg hier. Jetzt gucken wir gleich mal nach einem guten Torwart für die Ersatzbank. Schweiz, das könnte Jan Sommer oder Kobel sein. Die müssen wir einfach nehmen. Und es ist Gregor Kobel. Und zack, der geht natürlich direkt mal in die Startelf. Nächster Spiel. Spieler? Brasilien, Portugal oder wieder Frankreich? Es ist schwierig, aber Brasilien, das könnte vielleicht Eder Militao sein. Und es ist tatsächlich Eder Militao. Das ist wieder gut für La Liga. So, come on, wir skippen direkt. Was haben wir hier? Wir nehmen Spanien oder Brasilien, Spanien oder Brasilien. Wir nehmen Spanien. Jaume Costa. Ja, Jaume doch bitte. Oh mein Gott. Nächste Auswahl, wieder Spanier ist dabei. Einmal, zweimal, dann nehmen wir den hier, nehmen wir. Und das ist De Frutas. Junge, jetzt bekommen wir nur Non-Rare-Spieler hier. Komm, ich will einen Kracher. Da sehe ich schon wieder was Blaues durch. Und das ist die... Amerika. Könnte das vielleicht Pulisic oder so sein? Aber wir nehmen hier die einzige Karte, die blau durchschimmert, wegen dem Rating. Und es ist ein 94er Verratti.
Messi, aber PSG bringt uns eigentlich nichts. Naja, vielleicht ziehen wir noch Mbappé oder Messi im nächsten. Oh, oh, da haben wir wieder. Oh, da haben wir wieder Icons. Da haben wir wieder Icons. Da haben wir wieder Icons und hier irgend so einen Hero. Aber wir nehmen eine Icon. Welche? Einmal Frankreich oder Niederlande? Ich nehme diesmal Frankreich. Und es ist Eric Cantona. Und Momentchen, Verratti, das ist doch so ein Winzling, oder? Wie groß ist der? Der ist 1,65 Meter, damit unter 1,67 und ein Zwerg ist auch erledigt. Also, abgehakt, nicht erledigt. Ich will Verratti nicht erledigen oder so. Naja, egal. Weiter in die nächste Auswahl. Was haben wir hier? Niederlande. Japan ist auch interessant, aber wir nehmen hier, komm, wir nehmen hier einfach mal England. Bukayo Saka. Next one. Ägypten, das ist Mo Salah. Gut, wer soll es denn sonst sein? Den nehmen wir auch. Höchstes Rating wahrscheinlich. Ja, 93er. Come on. Weiter geht's. Da sehe ich wieder blau durch und es ist, ja gut, die anderen Karten sind unbrauchbar. Argentinien. Oh, ist das Messi? Ist das Messi? Nope. Es ist Paulo Dybala. Schade. Aber hey, ganz ehrlich, was eine wilde Karte. 3 Spieler noch im ersten Draft. Können wir hier noch was reißen? Frankreich, Frankreich, Marokko. Das dürfte wahrscheinlich hier Hakimi sein, aber den brauchen wir sowieso nicht. Was nehmen wir hier? Den hier. Keine Ahnung. Es ist Frankreich. Es ist Kamavinga. Hilft uns weiter in La Liga. 2 Spieler noch im ersten Draft. Da sehe ich nichts Gutes. Wir nehmen hier einfach die Special Card. Das ist Pedro Gonçalves. Und der letzte Spieler im ersten Draft ist... keine Ahnung. Eigentlich völlig egal. Wir nehmen ihn hier, den Inform hier. Und das ist Carlos Wehr. Und Freunde, ich habe noch ein bisschen am Team rumgetüftelt. Und wir kommen tatsächlich auf eine 91er Bewertung. Aber leider nur auf 23 Chemie. Und Versuch Nummer 1 ist somit leider fehlgeschlagen. Aber trotzdem ein sehr gutes Food Draft, wie ich finde. Und außerdem 4 von den 9 Bingo-Missionen schon erledigt. Und für unser zweites Food Draft müssen wir jetzt das Glücksrad drehen, um das FIFA zu bestimmen. Und das wird ein Abenteuer in FIFA 19, Freunde. Und wir gehen direkt rein in die erste Auswahl. Brasilien, Frankreich, Deutsch... Oh, das sind irgendwie nur so ein paar Special Cards. Aber wir nehmen jetzt einfach mal... Ja, hier Frankreich. Und es ist ein 90er Dimitri Payet. Geh mal zum Stürmer. Sieht dann wohl nach Ligue 1 aus. Oh, wir haben hier 2 Franzosen. Aber einer Non-Rare und einer mit Blau. Das muss Benzema sein. Und es ist der 96er Benzema wieder. Rechter Flügel. Vielleicht können wir hier jetzt mal Messi bekommen oder so. Argentinien ist schon mal nicht dabei. Aber einen Franzosen haben wir wieder am Start. Und das ist 97 Mbappé. Jo, oh, der hat den rechte Flügel. Team of the Year-Karte. Junge, Mbappé ist beim Bingo. Abgehakt. Und bisher nur 90-Plus-Spieler. Das Draft könnte es jetzt wirklich werden. Wir skippen. Und haben wir... Brasilien könnte Neymar sein. Oder das könnte auch Neymar sein. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach das hier. Und es ist Vinicius Junior. Oh, das ist noch besser. Real Madrid. Bisher läuft dieses Draft so unfassbar gut. Und da nehmen wir wieder den Franzosen. Na klar. Und das ist Hussein Aoua. Guckt euch das Team an. Bisher nur 95 Plus Spieler. Und der nächste zentrale Mittelfeldspieler muss dann irgendwann mal Trash werden. Oh, puh, ja, einen von den 2 Informs hier nehmen wir, keine Ahnung, den hier. Und das ist Luis Alberto, der passt gar nicht. Rechtsverteidiger, komm, Spanien, Frankreich, wir müssen hier wieder Frankreich nehmen. Wir müssen, oder Spanien und auf La Liga hoffen. Ja, komm, wir hoffen auf La Liga und es ist Jesus Navas, yes. Hinten links vielleicht wieder Franzose oder La Liga, 4 Brasilianer hier am Start, Junge, und ein Spanier. Und ich glaube, oh nee, ich errate Marcelo hier sicher nicht. Dann nehmen wir einfach den Spanier. Und das ist Jordi Alba, 87er. Yes! Dann müssen wir in die Innenverteidigung. Ja, okay, das ist eine Kackauswahl. Dann nehmen wir den Franzosen. Und dann nochmal jetzt hoffen auf einen guten zweiten Innenverteidiger. Franzose oder Spanier. Und ich nehme den Spanier hier. Ich nehme den Spanier. Und es ist der 91er Piqué. Wir gehen noch ins Tor und da brauchen wir noch Spanier, Spanier oder Slowenien. Das muss Jan Oblak sein. Und das würde gut passen für La Liga. Und es ist der 92er Jan Oblak. Startelf, Freunde, 91er Bewertung, 94 Chemie. Junge, das könnte was werden. Gut, der Ersatztorwart mit hohem Rating hier. Da haben wir nichts Gutes dabei hier, den Inform. 84er. Nächste Korde hier, wir überspringen. Und was haben wir denn hier? Spanien? Spanien, komm, müssen wir nehmen. Spanien! Angelino bei Eindhoven, auch interessant. Und weiter geht's in die nächste Auswahl. Was haben wir, Frankreich oder Spanien? Was ist das für eine Karte? Orange schimmert hier durch. Komm mal... Nee, komm, wir nehmen lieber hier diese blaue Karte und das ist ein 87er Kimpembe. Oh, hätte ich mir mehr erhofft. Komm, let's go, wir brauchen hohe Ratings, wir brauchen hohe Ratings. Ja, ich nehme hier einfach Brasilien und das ist Petros. Junge, ist das Al-Nassr? Ja, tatsächlich. Jetzt spielt ja Cristiano Ronaldo dort, den bräuchten wir auch. Spanien, Brasilien, ja, einen von den beiden wieder. Ich nehme Spanien auf Safety. Bringt uns gar nichts. Nächste Auswahl. Wir skippen und dann haben wir Brasilien, Deutschland. Wir nehmen Brasilien hier. Und das ist ein 86er William. Was haben wir hier wieder? Spanien. Spanien.
Zweimal Spanien, einmal Frankreich. Boah, das ist so schwer, Freunde. Das ist so schwer, aber ich nehme hier jetzt einfach die Karte. Keine Ahnung, das ist irgendeine Special-Karte. Das ist ein 94er Iniesta. Huh. Ich wusste gar nicht, dass es die Karte hier gibt. Und das, oh, wir haben Brasilien und da schimmert ein Icon durch. Und da brauche ich nicht überlegen, das nehmen wir. Und das ist der 95er Ronaldinho. Zack, und der hilft natürlich hier für Chemie. Ach so, nee, der verändert gar nichts. Aber gut, 95er Spiele, wir skippen und haben wir hier... wir nehmen hier den Argentinier und das ist ein 95er Gomez. Drei Spieler noch, was sind das für wilde Karten? Wir sind auf einem guten Weg. Nur Trash, keine Ahnung. England vielleicht? Was ist es? Marcus Rashford. Zwei Spieler noch und da... Oh, da haben wir Argentinien und blaue Karte. Junge, das muss Messi sein. Das muss Messi sein. Komm, wir nehmen's. Und es ist der 99er Messi. Junge. Und auch Messi ist auf der Bingo-Challenge abgehakt. Aber wir brauchen hier zum Beispiel auch noch einen Österreicher. Letzte Auswahl ist Trash. Wir nehmen hier einfach Finnland und das ist Teemu Pukki. Freunde, ich habe in dieses Draft alles reingehauen und wir haben sogar eine 92er Bewertung. Das haben wir geschafft. Aber die Chemie, ich komme nur auf 94. Aber gut, vielleicht wir haben noch den Manager. Vielleicht kann der noch was regeln. Komm mal, Medi lieber, der Spanier. Und wir kommen dann auf 98 Chemie. Das gibt's nicht. Aber Freunde, so sieht's aus. 98 Chemie, 92 Bewertung und wir scheitern wegen 2 Chemiepunkten. Auch in Versuch Nummer 2. Oh mein Gott. Die Entscheidung muss dann mit dem dritten und letzten Draft getroffen werden. Und laut Glücksrad geht es dafür in FIFA 21. Was meinst du, werde ich diese Challenge noch packen? Schreib entweder süßsicher oder nee, Center Shock jetzt unten in die Kommentare. Und wir buttern rein die erste Auswahl. Komm, ich brauche einen Cristiano Ronaldo. Das sieht eigentlich gar nicht so wirklich gut aus. Argentinien könnte Messi sein, aber wir nehmen hier die blaue Karte. Und das ist ein 92er Barnes. Stürmer, was hat Ronaldo überhaupt gespielt in dem FIFA? Das ist eine Trash-Auswahl. Dann nehmen wir einfach ihn hier. Brasilianer. Ja, und er sieht selber nicht glücklich aus, dass er bei mir im Team ist. Überhaupt kein guter Start hier, aber es kann nur besser werden. Und wir haben die erste Ikone und eine blaue Argentinien-Karte. Messi, Team of the Year, Messi, Team of the Year, Messi! Nope. Messi, Champions League. Ah! Und Freunde, nicht vergessen, wir brauchen noch einen Österreicher, einen Riesen und natürlich Cristiano Ronaldo. Jetzt hier Deutschland, zweimal dabei. Einmal hier, oh, das ist keine Ahnung, Niederlande. Vielleicht De Jong, vielleicht De Jong. Es ist tatsächlich De Jong. Oh, dann sieht's nach La Liga aus. Komm, wen haben wir als nächstes? Kroatien, das ist Modric, das nehmen wir safe. Ja, es ist Modric. Und nochmal, komm, wir gehen voll rein in La Liga und hoffen auf Cristiano. Moment, hat Ronaldo da überhaupt noch bei Real Madrid gespielt? Ich glaube, oh mein Gott, nein. Rechtsverteidiger, komm, dicker Fisch. Spanien zweimal, aber eine blaue Karte nehmen wir. Es ist wieder nur eine Champions League Karte. Junge, wann kommen hier die Team of the Years und Team of the Season Karten? Jetzt, aber das sind halt, oh, zweimal Spanien, aber... Einer von denen ist Alba, aber wer? Komm, wir nehmen den hier. Wir nehmen den hier und das ist Juan Bernat. Ja, woran hat's gelegen? An Juan Bernat natürlich! Juan Bernat. Boah, ich krieg die Krise. Vielleicht kriegen wir Ronaldo in der Innenverteidigung. Nope. Nee, das ist Trash. Zweiter Innenverteidiger. Bitte was Besseres. Wir nehmen Brasilien und es ist Fabinho oder beziehungsweise Fabiano, mein Kanal. Sü. Oh Gott, das Team ist bisher so trash. Jetzt braucht man einen Torhüter. Zweimal Brasilien. Einer davon ist Ederson, einer Alisson wahrscheinlich. Oblak hier, keine Ahnung. Wir nehmen ihn hier und das ist der 91er Alisson. Das ist gut. Besseren Torwart werden wir auf der Ersatzbank wohl nicht bekommen. Keine Ahnung, jetzt könnte man... dann nehmen wir jetzt hier Oblak. Ja, es ist Oblak. Dann springen wir hier in die Offensive. Bitte irgendwas... Oh, das ist schon wieder nur Dreck, Mann. Wir nehmen Belgien. Es ist Batshuayi. Ich brauche aber Cristiano Ronaldo, Freunde. Cristiano Ronaldo, aber das sieht nirgends hier nach Ronaldo aus. Wir nehmen Deutschland und Team of the Year oder Team of the Season. Neuer, 95. Dann gehen wir wieder zurück in die Defensive. Und ich sehe zwei blaue Karten, aber... Oh, Niederlande könnte man vielleicht gebrauchen. Komm, wer ist es? Es ist Denzel Dumfries. Der hat bei Eindhoven gespielt. Wusste ich nicht. Und the next one... Oh, das ist eine geile Auswahl. Da sind ja 5 Special Cards hier. Kanada, das ist Davis. Und dann hier... Oh, wir nehmen hier Frankreich. Und es ist Rafael Varane. Der passt gut zu La Liga. Und hat auch ein dickes Rating. Und das brauchen wir hier noch. Das brauchen wir hier noch. Das ist... Nix, wir nehmen hier Italien, Special Card, Lazzari. Die nächste Auswahl bietet uns wieder, ja, Spanier und Franzosen, aber wir nehmen hier den spanischen Inform und das ist ein 81er. Oh je. Komm, viele Chancen haben wir nicht mehr für Cristiano Ronaldo. Wir haben ja Südkorea, oh, das ist Jungmin Son, den brauchen wir fürs Rating. Und er zeigt an, 2 Spieler haben wir noch, aber eigentlich haben wir noch 4 Spieler, Jungmin Son. Da musst du nochmal nachrechnen. 4 Spieler noch zur Auswahl und ich brauche noch Cristiano Ronaldo und in der Auswahl wahrscheinlich nicht. Brasilien oder Deutschland hier. Ja komm, ich nehme einfach Deutschland. Und es ist Timo Werner, der Chancentod.
Die letzten drei. Ronaldo, den Riesen und den Österreicher. Komm, Ronaldo, den Riesen und den Oh, Argentinien hier. Team of the... Oh, das ist Messi, das ist Messi. Nope. Nee, wir haben Messi doch schon. Aber es ist ein 95er, Di Maria. Und Moment mal, Freunde. Neuer könnte doch über 1,94 groß sein. Der ist 1,93. Willst du mich verkackeiern? Ja. Oh Gott, ich mache mich schon bereit, Center Shocks zu essen. Haben wir jetzt hier bitte irgendwo noch Ronaldo? Da ist kein Portugal. Wir nehmen einfach ihn hier. Moreno. Und die letzte Auswahl. Ronaldo 1,94 groß und ein Österreicher. Und da Portugal, Hammer. Portugal, bitte, bitte. Es ist Bernardo Silva. EA trollt mich hier. Alter Verwalter. Ja, und Freunde, auch bei diesem Team komme ich auf eine 90er Bewertung, aber nur 95 Chemie. Und außerdem fehlen mir noch 3 Punkte auf meiner Bingo-Liste. Und ich habe diese Challenge nicht geschafft. Und daher musste ich als Bestrafung 3 Center Shocks gleichzeitig essen. Uha. Und wenn dir dieses Food Draft Video gefallen hat, wird dir auch das hier gefallen. Hier klicken, gleich weitergucken. Let's go.